Vor langer, langer Zeit gab es viele, viele Menschen auf der Erde. Und alle taten, wozu auch immer sie Lust hatten, ohne Liebe und Rücksichtnahme auf die anderen. Sie interessierten sich nur für sich selbst und kümmerten sich nicht um die anderen. Was soll denn das? Das ist... Gott war traurig, weil die Menschen seine Lehren vergessen hatten. Jedermann auf der Welt, außer Noah und seiner Familie. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart und sie behielten die Lehren Gottes in ihren Herzen. Also schön, das reicht für heute. Ihr Jungen könnt das morgen fertig machen. Aber Vater, wir hatten ihn schon fast. Nur noch ein paar Minuten. Gott weiß, wie hart du arbeitest, Jabet, mein Junge. Und ich weiß es auch. Aber Gott will auch, dass wir bei Kräften bleiben, damit wir noch seine Arbeit tun können. Du hast wieder recht, Vater. Du musst der weiseste Mann auf der Welt sein. Ich? Oh nein. Vielleicht bin ich der glücklichste Mann der Welt, aber der weiseste, das glaube ich nicht. Aber genug geredet. Wir beeilen uns besser. Ich glaube, eure Mutter macht heute Abend ihren Eintopf. Wir wollen doch nicht, dass er kalt wird. Noah und seine Familie führten ein hartes Leben. Aber sie liebten einander sehr und sie hatten immer genug zu essen. Und Noah vergaß niemals, Gott dafür zu danken. Und Dank sei dir, Gott, für alles, was du mir und meiner Familie geschenkt hast. Danke für die Kraft, damit wir hart arbeiten können, und für die Felder, die wir bepflanzen können, und für das Essen auf unserem Tisch. Amen. Amen. Was ist das? Es klingt, als hätten wir Besuch. Oh, ihr müsst hungrig sein. Liebes, bring mir bitte ein Stück Fleisch und einen Knochen vom Eintopf. Ich glaube, unsere Freunde brauchen etwas zu essen. Alle Wesen Gottes sind wichtig. Hier habt ihr, genießt es. Nichts geht über ein gutes Abendessen, stimmt's? Du bist ein guter Mann, Noah. Mehr? Eines Nachts nach dem Essen gaben alle Noah einen Gute-Nacht-Kuss und gingen zu Bett. Aber Noah ging nicht zu seiner üblichen Zeit schlafen. Er hatte ein seltsames Gefühl. Du siehst müde aus, Liebes. Warum gehst du nicht ins Bett? Kommst du auch? Bald. Ich bin nicht müde. Ich glaube, ich gehe einen Moment hinaus, die Sterne betrachten. Noah ging hinaus, um etwas frische Luft zu schnappen. Er hatte ein Gefühl, das er einfach nicht beschreiben konnte. Er wusste nicht, dass Gott ihn nach draußen geführt hatte. Oh, was ist das? Noah? Gott, bist du es? Ja, Noah, ich bin es. Bitte höre die wichtigen Dinge, die ich dir sagen muss. Noah, die Menschen lieben einander nicht so, wie sie es sollten. Also habe ich beschlossen, die Erde mit einer Flut reinzuwaschen und neu zu beginnen. Das sind schreckliche Nachrichten. Hab keine Angst, Noah. Ich sage es dir, denn du bist der einzige Mann, der mich noch im Herzen trägt. Ich habe dich und deine Familie auserwählt, mir beim Neubeginn zu helfen. Hör gut zu. Ich will, dass du ein Boot baust, eine Arche. Es gibt so viel zu tun. Ich muss meine Jungen holen, damit sie mir helfen. Wacht auf! Ich brauche eure Hilfe bei einer großen Aufgabe.
Ja, ich meine es ernst. Eine Arche, eine große, große Arche. Ist schon gut. Lacht ruhig weiter. Ihr werdet schon sehen. Ah, dieses Feld sollte groß genug sein. Baue sie aus frischem, feuchtem Holz. Sie soll 450 Fuß lang, 75 Fuß breit und 45 Fuß hoch sein. Versiegele die Planken mit Teer. Und innen baue ein Oberdeck, ein mittleres und ein unteres Deck. Hallo, Vater! Hallo. Baue Öffnungen um die ganze Arche herum, gleich unter dem Oberdeck. Dann mach eine Tür in die Seite groß genug, dass das größte Tier der Erde hindurchgehen kann. Und dann bring zwei Tiere jeder Art auf die Arche und gib ihnen einen sicheren Platz. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart. Vater, wir sind fertig! Ja! Ja, bravo! Wir haben es gut gemacht, meine Söhne. Oh. Oh. Wo ist dieser alte Mann, der behauptet, eine Flut würde kommen? Zeigt mir diesen Narren. Mein Vater ist kein Narr. Nur ein Narr baut ein großes albernes Boot in der Mitte eines Felds. Na, dann schauen wir mal. Du bist wirklich ein verrückter Mann. Wie jeder, der so etwas tun würde. Du
tätest besser daran zu hören, was ich sage. Gott sagte mir, dass eine schreckliche Flut kommen wird. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Vater? Es ist richtig, Sie zu warnen, Shane. Uns wovor warnen? Vor der Flut, die niemals kommt? Kommt, wir verschwinden hier. Lassen wir den verrückten alten Mann alleine. Nun denn, danke für die Hilfe. Ich schätze, wir sind Freunde geworden, was? Und es sieht aus, als hätten wir unsere ersten Passagiere. Ach, wenn ich nur herausfinden könnte, wie wir all die anderen Tiere finden sollen. Seid jetzt still, ihr beiden. Seht ihr nicht, dass er versucht, nachzudenken? Vater, schau! Es ist ein Wunder! Es war wirklich ein Wunder. Gott hatte etwas Wundervolles getan. Er hatte zwei Tiere jeder Art zur Arche geführt. Und sie verhielten sich alle friedlich. Sogar die Löwen legten sich still zu den Lämmern. Tiger? Wilde Ochsen? Zebras? Oh. Gott wird uns alle beschützen. Nun, das war's dann. Alle sind da. Was machen wir jetzt, Vater? Wir warten auf den Regen. Es sieht so aus, als müssten wir nicht lange warten, Vater. Schau! Plötzlich zogen sich die Wolken zusammen und ein kalter Wind kam auf. Die Zeit ist gekommen, deine Familie und die Tiere auf die Arche zu bringen. Es wird bald anfangen zu regnen. Gehen wir! Alle an Bord? Alles klar hier unten. Fertig! Ich schließe die Tür ab! Hab keine Angst, meine Liebe. Gott wird uns alle beschützen. Der Regen bedeckte die gesamte Erde. Selbst die höchsten Berge verschwanden unter den Wassermassen. Abgesehen von den Tieren und Menschen auf der Arche, war nichts mehr übrig geblieben. Während ihrer langen Reise kamen Noah und seine Familie den Tieren sehr nahe. Sie alle waren gute Freunde. Groundhogs hide and monkeys climb and long
long it rabbits run. With this bunch, I have a hunch we'll have fantastic fun. Hyenas laugh at the tall giraffes, skinny legs and neck. Wild toads amuse the kangaroos with leapfrog up on deck. Noah and his floating zoo sail the ocean two by two, and the elephants to the tiny ants. We all are friends on the floating zoo. Night owls hoot and cattle moo, and dogs bark right along, while chimpanzees sing quite off key. Die ganze Zeit über hielt Noah Ausschau, wann der Regen aufhören würde, aber es regnete immer weiter. Es regnete und regnete, als wollte es niemals wieder aufhören. Es regnete einen Monat lang, dann noch eine Woche. Dann endlich, nach 40 Tagen und 40 Nächten, hörte der Regen auf. Noah war so aufgeregt, dass er die ganze Familie zusammenrief. Ich habe euch hierher gerufen, weil ich eine Überraschung für euch habe. Der Regen hat aufgehört. Was? Das ist wunderbar. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wann können wir hinaus? Nun, ich denke, wenn alles gut geht, wird der Boden vermutlich ungefähr in weiteren 6 Monaten wieder zu sehen sein. Alle waren enttäuscht über diese Nachricht. Denn obgleich sie sich alle sehr liebten, waren sie es müde geworden, auf der Arche zu sein. Doch sie warteten geduldig. Viele Monate vergingen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Alles wie immer. Oh. Nichts als Meer. Wir werden dieses Boot niemals verlassen können. Wie sollen wir überhaupt erfahren, ob es trockenes Land gibt? Wie sollen wir jemals erfahren, ob wir in der Nähe von Land sind? Es ist hoffnungslos. Was für ein Gespräch ist das denn? Seid ihr die gleichen Männer, die mir geholfen haben, Gottes Arche zu bauen? Hat er uns nicht all die Zeit beschützt? Natürlich. Vater hat recht. Aber wie können wir denn herausfinden, ob es trockenes Land gibt? Das brachte Noah zum Nachdenken. Und schließlich hatte er eine Idee. Er ging und holte einen der Raben und brachte ihn zu einer Öffnung in der Arche. Dann ließ er ihn fliegen.
Er dachte, wenn der Rabe Land finden würde, brächte er vielleicht etwas mit zurück. Aber als der Rabe zurückkehrte, trug er nichts bei sich. So beschloss Noah, eine Taube fliegen zu lassen. Viel Glück! Aber auch die Taube kehrt ohne Mitbringsel zurück. Noah wusste, dass Gott sie nicht im Stich lassen würde. Er wartete noch eine Weile und dann schickte er die Taube von neuem los. Schnabel trug sie einen Olivenzweig. Vater, das sind wunderbare Neuigkeiten. Wir müssen sehr nah an trockenem Land sein. Ja, Sohn, wenn wir an Gott glauben, wird er uns alle retten. Und auch du hast uns beschützt. Und bald darauf landete die Arche auf dem Gipfel eines hohen Berges. Als es sicher war, hinauszugehen, sprach Gott erneut zu Noah. Noah, du und deine Familie und all die Tiere könnt nun herauskommen. Die Erde ist trocken. Geht hinaus in die Welt und habt viele Kinder und erzählt ihnen von mir. Und damit ihr sicher sein könnt, dass ich niemals wieder eine Flut über die Welt kommen lasse, werde ich nach jedem Regen ein Geschenk am Himmel hinterlassen. Etwas, das euch an mein Versprechen erinnern wird. Und so dankten Noah und seine Familie Gott für alles, was er für sie getan hatte. Und Noahs Söhne bekamen viele, viele gute und starke Kinder, die Gott sehr liebten. Am Anfang war Gott. Die Erde war finster und leer. Gott betrachtete die Oberfläche der Welt. Es war an der Zeit, dass etwas geschah. Es werde Licht. Und auf der Erde ward Licht. Ich werde das Licht Tag und die Finsternis Nacht nennen. Und so entstand erst die Dunkelheit und dann das Licht. Und dies war der erste Tag der Welt. Aber Gott hatte gerade erst begonnen. Die nächste Aufgabe war es, den Himmel über der Welt zu erschaffen und ihn mit Wolken zu bedecken. Und dies war der zweite Tag der Welt. Am dritten Tag schied Gott das Wasser vom trockenen Land. Gott erschuf all die Dinge auf der Welt. Er schuf Felsen und Berge, Täler, Wüsten und Strände. Er schuf große Inseln und er schuf kleine Inseln. Er schuf Ozeane und Meere, Flüsse und Seen. Aber es ging noch weiter am dritten Tag, denn Gott war noch nicht fertig.
Es war an der Zeit, die Pflanzen zu erschaffen. Gott schuf hohe Bäume und kleine Büsche, Ranken, Farne, Blätter und Blumen. Gott gab all den Blumen verschiedene Größen, Farben, Gestalten und Düfte. Und Gott schuf all die Gräser und Pflanzen und Bäume, die Samen und Früchte hervorbringen am dritten Tag. Am vierten Tag erschuf Gott ein strahlendes Licht am Himmel, die Sonne, um den Tag zu erhellen. Und ein silbernes Licht, den Mond, um auch die Nacht zu erleuchten. Und als besonderes Detail gab Gott der Nacht Millionen und Abermillionen von funkelnden Sternen. Am fünften Tag schuf Gott die Wesen, die in dieser wunderbaren Welt leben sollten. Er schuf Vögel. Und Meervögel. Und noch mehr Vögel. Und in den Ozeanen und Meeren und Seen und Flüssen schuf Gott Fische. Und die Ozeane waren angefüllt mit allen Arten der erstaunlichsten Wesen. Dies war das Ende des dritten Tages. Aber es gab noch immer viel zu tun für Gott. Am sechsten Tag war es an der Zeit, all die anderen Tiere zu erschaffen. Es gab so viele Tiere zu erschaffen. Große Tiere. Und kleine Tiere. Es gab gepunktete Tiere und gehörnte Tiere. Yeah.
Jedes einzelne von Gottes Tieren war wunderschön. Und an diesem sechsten Tag tat Gott noch etwas anderes sehr Wichtiges. Gott erschuf den ersten Menschen. Und diesen Menschen nannte er Adam. Dann blies Gott den Atem des Lebens in Adam. Wo bin ich? Willkommen in der Welt, Adam. Wer bist du? Ich bin Gott. Sieh dich um. All die Pflanzen der Erde und all ihre Samen und Früchte schenke ich dir. Und all die Tiere, auch über sie gebe ich dir Macht. All dies ist dein. Nutze es, kümmere dich um alles und beschütze es. Sitz! Sitz bitte! Gott betrachtete, was er geschaffen hatte und war glücklich. Und am siebenten Tag ruhte Gott. Ah, es ist sehr gut. Und Gott wollte, dass Adam an dem wunderbarsten Ort leben sollte, den es je geben konnte. Und so pflanzte Gott einen wunderschönen Garten, in dem Adam leben sollte. Er nannte ihn den Garten Eden. Gott ließ einen großen Fluss durch den Garten fließen. Und der große Fluss teilte sich in vier weitere Flüsse. Adam hatte in dem Garten alle Tiere zur Gesellschaft. Entschuldige. Hey! Adams erste Aufgabe war es, all den Tieren Namen zu geben. Die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, klingt nach reichlich Arbeit. Ich werde so beschäftigt sein wie die Biene hier. Ich muss mein Hirn ergründen und für jedes lebende, atmende Ding den richtigen Namen finden. Oh ja. You with the large brown spots, eating from treetops, your neck is the biggest part of you. Twisting round so easily, I believe your name will be Stretchy. Now that's pretty catchy. Or perhaps Giraffe will do. The jungle must be long to one so fierce and strong. I shiver and tremble at your growl. So you with the flowing mane, I give you the kingly name, Rory. No, that fits you poorly. Maybe lion is fine for now. Those flippy flappy things, I think I'll call them wings. And creatures they're attached to will be birds. The redbreast will be robin, ostrich that big odd one. Parrot is the clawed one, who repeats all my words. I'd say your fancy shell protects you very well, although it can slow you down a bit. So you with the scaly skin, I name you and all your kin Pokey. Nah,
not too hokey. Know your wordle, be turtle, yeah, just right. The swimmers in the sea will mostly fishes be, with whale and snail and lobster one and all. The orange one is goldfish, cod, the ice cold fish. Tadpole has the bold wish of one day being frog. The way you jump around, you hardly touch the ground, and scamper so fast you're just a blur. So you with the cotton tail, you'll be known on every trail as Hopper. No, that's not Hopper. Oh, I have it, you're rabbit for sure. It's still early in the day, and I'm well on my way to naming every animal I know. Why, there's only 500,000 more to go. Du hast offensichtlich einen guten Freund. Ich möchte auch einen Freund haben. Es gab sehr viele Tiere zu benennen. Adam wurde sehr müde über der Frage, wie er sie nennen sollte. Und Gott schaute herab auf Adam, der im Garten schlief. Und Adam sah sehr einsam aus. Und Gott entschied, dass Adam jemanden zur Gesellschaft brauchte, jemand, mit dem er leben konnte. Gott beschloss, dass es an der Zeit war, eine weitere Person zu erschaffen, und so schuf Gott die erste Frau. Was? Hallo. Hallo, Mist. Wo bin ich? Du bist in Gottes Garten, dem Garten Eden. Es ist sehr schön hier, du wirst sehen. Das sind meine Freunde. Das ist ein Affe und das ist ein Hund. Und das ist, ich hab dir noch gar keinen Namen gegeben, oder? Hey, ich schätze, du brauchst auch einen Namen, oder? Wie gefällt dir Eva? Oh, das ist sehr hübsch. Eva, es gefällt mir. Und mir gefällt dieser Ort. Mir auch. Weißt du, Gott hat diesen Garten für mich gemacht. Ich meine für uns, um darin zu leben. Und alles ist sehr hübsch und du kannst alles essen, was du willst. Nicht ganz. Wer war das? Das war Gott. Oh. Er hat uns erschaffen. Es gibt eine Frucht im Garten, die ihr nicht essen dürft. Tatsächlich? Dies ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr könnt alle anderen Früchte des Gartens haben, aber die Früchte dieses Baumes dürft ihr nicht essen. Okay, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht essen. Auf gar keinen Fall essen. Richtig. Alles andere in diesem Garten ist okay, aber nicht von diesem Baum. Auf keinen Fall von diesem Baum. Richtig. Und so lebten Adam und Eva glücklich im Garten Eden. Bis eines Tages. Ich bin so froh und das Leben ist schön, die Früchte, Bäume pflücken zu gehen. La 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 la. Und
Hallöchen. Oh, du hast mich erschreckt. Hallo, wie nennt man dich? Nun, ich bin eine Schlange. Schön, dich zu treffen. Es ist auch schön, dich zu treffen. Schöner Tag, nicht wahr? Ein sehr schöner Tag. Schöner Baum, nicht wahr? Ein sehr schöner Baum. Schöne Früchte. Ich muss jetzt gehen. Nein, musst du nicht. Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Du willst doch meine Gefühle nicht verletzen, oder? Nein. Gut, ich möchte, dass wir sehr gute Freunde werden. Nun, wie schon gesagt, schöne Früchte, nicht wahr? Du kannst sie essen, weißt du? Was essen? Du weißt, wovon ich spreche. Die Früchte dieses Baums. Du kannst sie essen. Oh, die Früchte? Von diesem Baum? Nein, die kann ich nicht essen. Sicher kannst du. Es ist einfach. Sie sind köstlich. Wir dürfen diese Früchte nicht essen. Gott hat es verboten. Gott sagte, wir bekämen große Schwierigkeiten, wenn wir diese Früchte essen. Nein, ihr bekommt keine Schwierigkeiten. Gott will bloß nicht, dass ihr diese Früchte esst, weil ihr schlau werdet, wenn ihr es tut. So wie Gott. Was ist los? Bist du ein Huhn? Ich bin kein Huhn. Also dann, warum versuchst du es nicht einfach? Nur einen winzig kleinen Bissen. Gott wird es gar nicht merken. Und diese Früchte, kann ich dir sagen, sind unglaublich. Nein, ich kann wirklich nicht. Ich sag's ihm nicht. Versuch sie. Naja, wenn sie mich nicht töten und ich davon schlau werde. Vielleicht nur ein ganz kleines Stückchen. Eigentlich nur ein bisschen knabbern, nicht richtig abbeißen, nein. Wie schlimm kann das schon sein? Wow. Ziemlich gut, was? Ich muss Adam davon erzählen. Adam! Adam! Du errätst nie, was gerade passiert ist. Was? Weißt du, die Früchte? Welche Früchte? Du weißt die, die wir nicht essen sollten. Was ist damit? Du hast doch nicht... Hast du? Hab ich. Eva, wie konntest du nur? Adam, sie sind köstlich. Du musst sie auch probieren. Diese Schlange da drüben hat mir alles darüber erzählt. Ich habe nur ein winziges Stück abgebissen. Eva, wir kriegen Probleme, wenn wir diese Früchte essen. Ich habe keine gekriegt, oder? Ich schätze nicht. Nimm nur einen kleinen Bissen. Gott sieht es wahrscheinlich gar nicht. Nun mach schon. Ich weiß nicht. Sie war gut. Aber plötzlich habe ich irgendwie Angst. Ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, irgendwie so nackt. Meine Güte, ich bin ja nackt. Herrje, ich bin ja auch nackt. Puh, das ist besser. Was haben wir uns nur gedacht? Oh oh. Ich glaube, Gott kommt. Wir stecken in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Ich glaube, jetzt werden wir was erleben. Wir verstecken uns besser. Adam, Eva, was macht ihr da? Wir, verstecken uns. Warum? Wir wollten nicht, dass du uns siehst. Wir haben etwas Schlimmes getan. Wir hatten Angst. Woher wisst ihr von diesen Dingen? Habt ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen? Naja, ja, aber es war ihre Schuld. Sie hat mich dazu überredet.
Es war nicht meine Schuld. Die Schlange hat mich dazu überredet. Das ist schlimm. Ihr habt mir nicht gehorcht. Es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Ich sorge mich nicht. Was kann mir schon passieren? Du, Schlange, sollst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Du wirst die Menschen fürchten und die Menschen werden dich fürchten. Das ist deine Bestrafung für alle Zeit. Und ihr, Adam und Eva, da ich euch vertraut habe und ihr mich missachtet habt, müsst ihr den Garten verlassen. Euer Leben hier war einfach, aber draußen wird es das nicht mehr sein. Ihr werdet hart arbeiten müssen und eure Kinder werden ebenfalls hart arbeiten müssen. Ihr werdet lernen, was es heißt, Leid und Schmerz zu ertragen. Hier habt ihr Gewänder, die euch warm halten werden, nachdem ihr den Garten verlassen habt. Nun geht. Gott stellte einen Engel mit einem flammenden Schwert vor den Eingang des Gartens, damit Adam und Eva niemals zurückkehren konnten. Aber obgleich Adam und Eva ihn missachtet hatten und obgleich sie den Garten hatten verlassen müssen, liebte Gott sie noch immer. Es tut mir leid, Eva. Mir tut es auch leid, Adam. Ich glaube, jetzt sind wir ganz allein. Nicht wirklich allein. Und so begann Adam und Evas neues Leben außerhalb des Gartens. Von dieser Zeit an war ihr Leben geprägt von Freude und Trauer, guten und bösen Dingen. Aber obgleich sie niemals in den Garten zurückkehren durften, ließ Gott Adam und Eva nicht im Stich. Gott wachte immer über sie, wo immer sie hingingen, für alle Zeit.